Leute. Ja, wir sind wieder in unserer Sitzecke. Und ganz kurz, muss ich Technik mal fragen, ist alles an, läuft alles, hört man uns? Ja, perfekt, gut. Wir hatten nämlich vorhin kleinen Wackelkontakt an der Buchse des Mikrofons, aber es sollte wieder funktionieren. Ich sitze jetzt hier mit zwei Jungs von Hannover Tanz draußen, muss aber natürlich erstmal nochmal sagen, vielen Dank, Larensch, für das furiose Live-Set, das uns richtig gut in den Abend reingebracht hat schon mal. Bitte macht mal einen kurzen Applaus bitte da hinten an der Technik für Larensch. Ja, man hört es ein bisschen, genau, verhalten da draußen für euch auch einen kurzen, damit ihr es hört. Wir bedanken uns bei unseren KünstlerInnen immer. Und es ist an. Es ist an. Es ist angeschaltet. So, ich glaube, ich sollte zu hören sein. Mein Mikro ist an, oder? Ja. Ist es an? Ja. Ja, okay, man hört mich gut. Jetzt gerade hektisch wurde in der Technik schon wieder geguckt, ob das Mikrofon noch an ist. Ich höre jetzt gerade nicht. Doch, es ist an. Genau, wir können reden. Entschuldigung. So. Ist halt live, ne? Ja, genau. Live ist live. Es ist einfach zu heiß, Leute. Manchmal passieren uns sonst kleine Fehler. Wir sind keine Profis, aber... Auch nur Menschen an der Stelle. Wir sind nur Menschen, genau, aufgestellt und euch eingeladen. Und da freue ich mich, dass ihr da seid. Stellt euch mal kurz vor, Alex und Maximilian. Was macht ihr? Wer seid ihr als DJs? Ja, genau, euer Schaffen. Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Also das hatten wir auch schon im Vorfeld gesagt, eine große Ehre für uns hier dabei sein zu dürfen und für euch zu spielen. Mein Name ist Alexander Franz und bin hauptsächlich als Live-Act unterwegs, produziere Tracks, Techno im weitesten Sinne, ja. Recht facettenreich und haben auch einige andere Projekte noch am Start, zu denen wir später sicherlich noch kommen werden. Ja, das so ganz im Groben. Okay, dann zu dir, Max. Ja, hallo, ich bin Maximilian Hiller. Ich bin Dirty Frequenz, a.k.a. Rainman. Rainman ist mein Live-Act-Projekt und Dirty Frequenz halt fürs Produzieren und für die ganzen DJ-Auftritte, die ich habe. Und ja. Ja, genau. Ich produziere auch Musik und das ein oder andere Mal auch mit dem Herrn neben mir, Alexander Franz. Genau. Und ja. Okay, wie lange gibt es euch denn schon als Kollektiv bzw. als so partnerschaftliches Unterfangen? Also wir hatten das erste Mal live performt bei der 2 Jahre HTD. Da haben wir... Hallo. Ja. Hi. Da hatten wir es zum ersten Mal im Musiktheater Bad gespielt, im Keller. Damals noch. Ah ja, krass. Und ja, auch ein witziger Abend gewesen. Hat uns noch ein Kumpel von uns abgemischt gehabt. Wir hatten da echt so ein Midas-Mischpult aufgestellt, 32-Kanal-Mischpult. Ja. Und ja, das, wir haben relativ spät auch gespielt gehabt und ja, war ein und recht witziger Abend auf jeden Fall. Seitdem ist es kontinuierlich gewachsen. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Genau, wie viele Jahre war das jetzt her? Also drei? Das war die 2 Jahre HTD 2017. Ach so. 3 Jahre, ja. Ah ja, okay. Ja, genau. Und seitdem seid ihr nicht nur quasi Veranstalter, also Produzenten, Veranstalter, DJs, sondern macht hier in Hannover regelmäßig Resident-Veranstaltungen. Wo war das und wie oft? Also ich war zuvor als Live-Act auch lange solo unterwegs und du hattest mich dafür eine Party mal in Hannover gebucht. Richtig. Genau, und das ist auch noch länger, ja. Und da genau, das war 2014, das war die Abgefahr. Im Underground Club Hannover damals. Ach, den gab's ja damals. Ja, ja. Ja, und ich hatte ihn halt durch hier Elevator, durch die Vlogtionaries kennengelernt. Ja, genau. Ich weiß immer nicht, wo soll ich hingucken. Ja. So, da hatte ich ihn gebucht, hat ihn vorher halt auf YouTube gehört und da gab es bei Elevator einen Vlog über ein Reloop-Produkt, das war so ein MIDI-Controller und da hat er irgendwie so, weiß nicht, 5 Minuten drauf gedaddelt und ich fand's recht geil. Ja. Ein cooler Sound und ich habe ihn dann einfach mal angeschrieben, meinte, ey, machst geilen Sound, hättest nicht mal Bock nach Hannover zu kommen für eine Party. Genau. Ja. Du kommst ja aus Münster, ne? Richtig, genau. Genau, und du bist jetzt nach Hannover emigriert, aber nicht nur deswegen, oder wie hast du deinen Schaffensschwerpunkt hierher verlegt? Also ich lebe auch Münster, / genau, da lebe ich. Und ach so. Ja, genau. Also Auftritte hauptsächlich in Hannover, aber mittlerweile strecken wir auch die Fühler
noch weiter aus, wenn es denn bald wieder möglich ist. Ne? Genau, und ihr hattet ja schon, genau. Ihr habt mir erzählt, ihr habt Bookings gehabt in Stuttgart, in, also wo noch, ihr seid sogar also international unterwegs. Also ich habe in Stuttgart auch schon aufgelegt und so weiter. Wir, oder beziehungsweise ich hatte Alexander Franz auch mal nach Berlin gebucht. Auch einige, genau. Burg Schnabel zum Beispiel, About Blank. Das war ganz toll. Haben wir zusammengespielt gehabt. Ja. Und auf dem Zitanien-Festival haben wir zusammengespielt. Was immer schön ist und dieses Jahr ja auch leider nicht stattfinden kann. Ich muss ganz kurz nochmal an der Stelle, kann ich sagen, liebe Leute, für Freunde des Open-Air-Kinos, das Titanien-Festival hat ja das Gelände und das andere Kino in Lehrte macht tatsächlich Open-Air-Kino. Die haben sich zusammengeschlossen und auf dem Gelände ganz kurzfristig, ein kleiner Tipp an euch da draußen, gibt es jetzt tatsächlich die nächsten Wochenenden immer fein Open-Air-Kino auf dem Titanien-Gelände. Wer zum Beispiel Parasite noch nicht gesehen hat oder jetzt an diesem Wochenende startet um 23 Uhr jeden Abend die Bar 25 Doku, also das vielleicht für die Freunde des Open-Air-Kinos als Alternative zu den Veranstaltungen. Und da kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage. Corona hat ja euch bei euch auch sicherlich im Kernbusiness getroffen so und es ist klar, viele Produzenten ziehen sich zurück quasi man ist gezwungen jetzt ganz viel drinnen zu arbeiten, also nicht mit der Masse draußen, Open-Air oder in Clubs, sondern drinnen im Sinne von sich zurückziehen und erstmal producen. Und was macht ihr aus dieser Corona-Phase und ihr wart ja sicherlich mit einer monatlichen Partyreihe irgendwo aktiv, also in Hannover und darüber hinaus und so. Und was macht ihr aus der Phase? Also was wir da auf jeden Fall mitnehmen, den Stand hattest du auch so ins Rollen gebracht, das sind die Livestreams gewesen, die wir auch angefangen haben im März, aus der Not heraus, wie so viele. Und dann, wie wir das eben ja auch schon gehört haben, hat man schnell mitbekommen, dass das gefällt. Die Leute waren sehr, sehr dankbar, die haben das sehr dankbar aufgenommen und da blieb man so ein bisschen auch am Ball, sage ich mal, ne? Weil so ein Live-Act, was wir gleich auch spielen werden, das braucht auch Übungen und Vorbereitungen und so hatte man mindestens ein kleines Ziel, auch wenn man dann eben in Smartphone-Kameras guckt oder so, aber irgendwo wird es ja geschaut wahrscheinlich oder auch nicht und genau, da hatte man ein Ziel, worauf man arbeiten konnte und in der Zeit sind auch viele neue Tracks und Ideen entstanden. Da hat man sich mal wieder hingesetzt und konkretere Sachen ausgearbeitet, die man sonst eben nicht angefasst hat. Ja, also im Grunde seid ihr quasi so ein Corona-Kontaktduo geworden. Ihr wisst, wie ich das meine. Ne? So die Kontaktpersonen sollte man ja auf das Mindeste beschränken in der Hochphase. Und dann ist klar, ihr habt ja wirklich so die Köpfe zusammengesteckt und an den Tracks gewerkelt oder an der Performance? Ja, genau. Also das war so, wir haben uns dann irgendwie ein paar Sounds, also Samples, Loops hin und her geschickt. Ja. Wir hatten einfach mal wieder Bock, mehr zu produzieren, weil sonst kommt man da nicht zu, sonst ist man, also beziehungsweise ich war jedes Wochenende vor der Corona-Krise unterwegs. Also ich habe wirklich jedes Wochenende irgendwo aufgelegt und da kam man nicht dazu. Und also unter der Woche ganz normal gearbeitet. Ja. Und jetzt, wo man halt ein bisschen mehr noch Zeit hat und man nicht jedes Wochenende irgendwo auflegt, kommt man dazu, mehr zu produzieren. Und klar. Und wie sind eure Pläne? Also wenn das jetzt so weitergeht, zu zweit oder auch unabhängig davon im Kollektiv mit HTD, was sind die Pläne für, wenn jetzt endlich mal wieder was erlaubt sein wird oder was heißt endlich? Also ne, wenn die Gefahr relativ gebannt ist und man endlich wieder Live-Veranstaltungen genießen darf. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, was du sagst. Nicht nur, dass es erlaubt ist, sondern dass es wirklich auch sicher ist. Das ist für alle einfach, das ist ganz, ganz, also auch wenn wir alle wollen und wir wollen richtig. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Alle haben Bock. Alle haben Bock, gar keine Frage. Aber ich denke, am Allerwichtigsten auch, dass man sich auch wohlfühlt, dass das wirklich für uns alle dann safe risikofrei ist. Risikofrei, ja. Definitiv, weil... Klar, die Streams ist eine nette Geschichte, aber sind wir jetzt mal ehrlich, der Zauber oder der Hype ist ein bisschen verflogen, auf jeden Fall. Da so um diese ganze Streaming-Geschichte, weil die Leute jetzt doch wieder mehr zu richtigen Konzerten gehen wollen und zu richtigen Partys. Klar, man guckt sich das zu Hause gerne mal an, das ist auch eine nette Geschichte, auf als jeden Ersatz Fall. So viel. Definitiv. Dafür sind wir ja da für euch. Genau. Aber so richtige Partys ersetzt das natürlich nicht. Oder richtige Konzerte. Ist uns auch völlig bewusst. Gerade der Freitag, da wird viel gestreamt und da ist die Konkurrenz hoch und mittlerweile ist das Angebot so groß und gleichzeitig das Wetter draußen so verlockend, dass sich alle um diesen einen
Wochenendstream Primetime-mäßig ja. buhlen. Und auch wir, auf uns macht das zu schaffen. Und deswegen erlaubt mir kurz eine Ankündigung. Ich darf nämlich was verraten, liebe Leute da draußen an den Geräten. Grundsätzlich, das wird näher, werden wir näher noch thematisieren. Aber wir verraten was. Heute ist die letzte Freitagabendsendung. Wir ziehen um auf einen anderen Wochentag, nämlich den Dienstag ab dem 7.7. Aber mehr dazu später. Jetzt nochmal zu euch. Du musst ja gleich schon mal das Intro vorbereiten. Ich würde dich sonst gleich mal verabschieden und also von mir aus dieser Talkrunde heraus hier und dich gleich an den Reglern sehen. Es gibt noch eine Quizfrage und das ist ganz witzig, das wirst du uns hinterher auf jeden Fall auflösend noch verraten müssen, aber nicht jetzt am Mikrofon vorsagen, das ist ganz wichtig. Liebe Leute, eine Quizfrage und zwar die heutige Rätselfrage, bei der man was das Übliche gewinnen kann, nämlich ein kleines Biergartenset mit Brezel und Bier abzuholen bei uns im Gretchen-Biergarten. Ist es, und zwar, wie viele Patchkabel sind bei Rain Man angeschlossen? Ihr könnt frei schätzen, also wild durch die Gegend schätzen und wer am nächsten dran liegt, wenn es nicht konkret geschätzt wird, wer am nächsten dran liegt, so Effektgerät kennermäßig, der kann sich dann das Gewinn abholen. So, den Gewinn, den Preis. Geile Quizfrage an der Stelle. Ist interessant, oder? Ja. Genau, das ist eine gute Überleitung zu deinem Live-Set, zu eurem Live-Set. Ihr werdet gleich zusammen performen und wie das genau aussieht, das sehen wir und hören und erleben wir gleich. Und ja, dann würde ich sagen, Rain Man. Genau, erstmal gehe ich jetzt rüber. Genau, Rain Man verzieht sich schon mal und bereitet das Intro vor, aber gleich, wenn es losgeht, du musst ja noch dazukommen. Genau, da verschwindet er. So, und genau, jetzt noch zu dir. Also die Pläne der Zukunft, was gibt es noch zu berichten von STD? Also sobald es wieder losgehen kann, gibt es Projekte, gibt es Releases? Auf welchen Kanälen kann man euch weiter folgen? Ja, Pläne dahingehend, Release ist ein gutes Stichwort. Da ist jetzt eben auch viel entstanden in der Zeit. Das, was man gut rausbringen kann. Genau, ja, so ein paar Fragezeichen. Zeitpunkt ist immer so eine Sache, wann man wie, was, wo macht, definitiv. Was zum einen ganz spannend ist, ist, dass wir immer versuchen, uns relativ schnell neu zu definieren und aufzustellen, also Max und ich. Ja. Heute haben wir uns einfach komplett was anderes, Verrücktes ausgedacht. Das bin gespannt. Ja. Genau, und ja, in dem Zuge, also, ja, will noch nicht zu viel verraten und kommt aber bald. Da ansonsten ja, einschlägige Social-Media-Seiten könnte über HTD genau, in Erfahrung Instagram, bringen. Ja. Facebook wahrscheinlich auch. Genau, logisch, ja. Genau. Das Alte und das Neue. Ja, ja. Wir können beides, Country und Westerns. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, uns hält eigentlich gar nichts mehr so auf den Sitzen. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen feiern, tanzen und vor allem sehen, was die beiden für uns vorbereitet haben. Es ist tatsächlich auch eine Premiere heute, ne? Also ihr habt schon mal so ähnlich zusammengearbeitet, aber das Programm, was ihr jetzt abfeuert, ist noch mal ein Level. Genau, wir haben uns extra für euch was Level ganz enhanced. Neues überlegt. Und wir haben uns ja auch 3 Monate nicht gesehen in der Corona-Zeit. Deshalb also. Ihr habt geeiert, klar. Also deshalb wird es gleich ganz, ganz spannend. Mal gucken. Ah, ich dachte jetzt gerade, ihr hättet schon die Köpfe zusammengesteckt, aber ihr seid quasi wirklich eher alles online, über die Distanz, ne? Über online, Distanz, was natürlich das neue Arbeiten wohl auch verstärkt sein wird. Ja, super. Dann freue ich mich. Dich sehe ich da gleich an unserem Set auf der großen Live-Bühne. Genau. Auch, ja. Und genau, du kannst schon mal dahin gehen und ich werde dann noch kurz weiter moderieren, denn ich freue mich jetzt auf die beiden. Hannover tanzt draußen. Hier sind Alexander Franz und Dirty Frequency, beziehungsweise heute Rain Man am Start, aka Rain Man, ganz klar. Und ja, ich würde sagen, spendet uns noch ein paar Cents auf unsere Möglichkeiten, uns zu spenden, also auf die Kontoverbindungen, die da angegeben sind bei uns bei dem Stream. Das seht ihr ja da draußen. Und ich würde sagen, Abfahrt jetzt mit HTD. Viel Spaß!
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
So, liebe Leute, das war es aus der Faust. Und zwar erlebten wir gerade Hannover tanzt draußen, HTD und Rain Man und Alexander Franz am Start und an den Reglern und Effektgeräten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch ein paar kleine Ankündigungen zu machen, bevor es gleich rübergeht zu unseren Kolleginnen aus dem Indigo Glocksee. Wird nämlich gleich im Anschluss weiter gestreamt. Wir freuen uns sehr drauf. Wir freuen uns auch auf heute Abend, dass diese Sets bei uns hier stattgefunden haben. Ihr habt es eben noch gesehen, HTD. Ich habe vorhin aus Versehen HTS gesagt. Ich meine natürlich, Hannover tanzt heute mal im Stream. Kleiner freudscher Versprecher an der Stelle. Aber ja, was haben wir noch zu sagen? Wir haben noch eine Quizfrage für heute gestellt. Die kann natürlich auch nachträglich bis zur nächsten Sendung beantwortet werden. Es ist die Frage, die darauf bezielt, wie viel Effektgeräte bzw. wie viel Kabel hatte angeschlossen an seine Geräte unser Gast Rain Man. Der Max hatte nämlich ziemlich viele, Alex war es, entschuldige, ich komme immer durcheinander, an die Effektgeräte angeschlossen und könnt ihr einfach mal schätzen, wie viele Kabel das waren und damit euch ist euch überlassen, wer dem am nächsten kommt, die gewinnt. So, keine Frage ist es, dass wir diesen Freitag als letzte Sendung ausklingen lassen, denn letzte Sendung an einem Freitag, denn wir wechseln den Wochentag, aber dazu wird uns gleich noch mehr erzählen unsere Außenreporterin Paula und darauf freuen wir uns und danach nehmen wir euch mit auf einen kleinen Rundflug, es ist nicht so viel versprochen, wir gleiten rüber, man würde glaube ich in Hessen sagen, Dritte Bach oder so, aber wir sind ja in Hannover. Wir gleiten über die Ime wunderschön einmal Hannover von oben, das werdet ihr gleich sehen, HVO sozusagen. Das war's von mir, Tobi Kunze und von Faust TV für den heutigen Abend. Wir haben stolze 3 Stunden Stream hinter uns, wie immer, und freuen uns auf das nächste Mal am 7.7., das ist der Dienstag. Es wird sehr prominent, freut euch auf diese Ausgabe und jetzt geht's in die Glocksee, wie schon gesagt, Indigo, macht weiter. Dort gibt es dann Drum Bass und davor eine Prise Goa zu hören auf die Lauscher, liebe Leute, darauf freuen wir uns. Also schönen Freitagabend euch. Danke ans Team, danke an unsere famosen Gäste heute Abend. Wir sind raus und jetzt kommt aber noch natürlich Paula. Viel Spaß. Liebe FaustTV-Zuschauer, ab Juli streamen wir nur noch dienstags von 19 bis 22 Uhr. Unsere erste Sendung ist am 7.7. mit dem Oberbürgermeister Belit Unay. Außerdem haben wir verschiedene Akteure eingeladen, die versuchen, die kulturschaffende Szene zu unterstützen. Wie Christine Breithauer vom Kreativnetzwerk, Gunnar Gessner vom Clubnetz und eine Vertreterin oder ein Vertreter vom Cameo-Kollektiv. Als musikalische Unterstützung spielt die Band Linden Legends. Also schaltet ein, es wird mega cool. Bis dahin, ciao.